Take Nummer 2. Okay. Feuer in den Kamin. Was? Was denn? 10 Minuten später. Eine Stunde später. 2 Stunden später. 3 Stunden später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Jetzt sieht's wieder gut aus. Ja, so passt. So, okay, jetzt können wir weitermachen. Meine Frage an euch. Ja. Hab ich Ehre? Habt ihr schon mal den Weihnachtsmann gesehen? Nö. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wenn wir den sehen, dann verwandelt er sich wieder zurück. Ja. Also wenn wir den sehen, wird dazu nichts, weil er ist ja ein Schattendoppelgänger. Hast du ihn schon mal gesehen, Jonas? Ja, er hatte nur so einen komischen Bart mit hinten was in seinen um seine Ohren. Und Evelyn, was sagst du? Ich hab ihn auch gesehen. Und? Was ist da passiert? Wann hast du ihn gesehen? Und dann ist er schnell abgehauen. Nein, der ist nicht abgehauen. Der hat sich wieder zurückverwandelt. Er ist abgehauen. Aber das ist doch ein Schattendoppelgänger. Für dich, für mich nicht. Er lebt wohl. So, jetzt meine Frage. Okay. Ja, was magst du mich jetzt schon wieder fragen? Magst du mich fragen, wie alt ein Busfahrer ist? Wie alt ist ein Busfahrer? 88. Mann noch über den Kamin. Nee, manchmal ist er zu fett. Ja, wenn er 18 ist, ja, aber wenn er so fett ist, dann nicht mehr. Ja, wenn er so dünn ist wie Naruto, weil Naruto ist ja ein Lauch. Ja. Wir haben ja schon festgestellt, er ist ja 100 oder 150 ja, oder 200. Ja, der ist mindestens so fett. Aber also nicht mehr. Er ist ja ein Shinobi geworden. Aber was denkt ihr, wenn der Weihnachtsmann nicht mehr über den Kamin kommen kann? Weil dann er geht er einfach, dann wie kommt er rein? Der kommt durch die Bakute, der bricht sie ein und wechselt dann die Scheibe aus. Ja. Nee, die Mama lässt ihn rein. So. Er klopft gegen die Balkontür und die Mama lässt ihn rein. Ah, okay. Ja, und er ist so fett, dass er die gleich mitnimmt. Ich glaube, dieses Jahr kommt der Weihnachtsmann nicht mehr zu uns. Was denkt ihr, was macht der Weihnachtsmann, wenn gerade kein Weihnachten ist? Chillen. Kekse. Yeah. Der liegt so richtig. Der liegt richtig und tut cool. PS4 zocken. Ja. Und so richtig im Pool. Der hat so ein geiles P20 kaufen. Ja. Ja, ich bin dabei. PS4 dann so P30 Pro. Ich werde mir jetzt ein neues Handy kaufen. Ja, kostet iPhone 11 Pro kostet ja nur 1 Million. Ich kaufe mir einfach mal eine Playstation. Ja, eine PS4. Macht ja nichts. Und die PS5. Einfach. Und es ganz noch dazu. Kostet ja nichts. Ja, ich bin ja der Weihnachtsmann. Ich bekomme alles kostenlos. Was denkt ihr, ist der Weihnachtsmann am liebsten? Was ist deine Lieblingsspeise? Kekse und Milch. Kekse und Milch. Ja. Deswegen wird er ja auch immer so fett, weil er so viel an Weihnachten ist. Mann, jetzt ist der Weihnachtsmann traurig. Ich bekomme von Weihnachten kein Geschenk mehr. Ja. Okay, es wird hier heiß. Was denkst du, wünscht sich deine Schwester zu Weihnachten? Nix sagen. Eine Babyborn. Okay, was denkst du, wünscht sich dein Bruder? Ein Manga, ein Pokémon-Manga. Hä, woher weißt du? Hä, hast du mir einmal gesagt? Ich wollte meinen Pokémon-Manga kaufen. Und Jonas, was denkst du, was wünscht sich dein Bruder? So eine komische Eule, die fliegt. Wie heißen die blöden Dinger nochmal? Diese Eulen, diese weiß, Eulen, wo man die füttern muss jeden Tag, die in den Nest. Und dann gehen die so hoch und dann fliegen die. Die kann ich. Maxi, was denkst du, wünscht sich dein Bruder zu Weihnachten? Pokémon-Baden. Was? Pokémon-Baden. Ja, das könnte stimmen. Ja, das könnte stimmen. Ja, ich wünsche mir Pokémon-Karten. Was denkt ihr, wer ist der Chef? Das Christkind oder der Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Nur so, mach Christkind jetzt.
Mach jetzt! Hier kommt oder du kriegst keinen Weihnachtsmann! Du bekommst keine Kohle, keine schwarze! Okay. Und das Christkind sagt, ich will keine Kohle, ich will Geld! Yo! Okay, Money. Du machst die ganze Arbeit, der Weihnachtsmann, du machst die ganze Arbeit und ich gebe dir mein ganzes Geld. Haben wir es soweit geschafft von den Fragen? Und Okay. Jetzt könnt ihr noch grüßelos werden, wenn ihr wollt. Meine Oma aus Sangerhausen mit Mocho und Oma und Opa. Ja, Oma und Opa. Also, ich will grüßen Naruto, Sasuke und Mama. Ich will grüßen meine Freunde, die das Video angeguckt haben. Also ja. Cool, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. High five. Und abonniert diesen Kanal, liked den Kanal, macht die Glocke an, weil ich keine Ahnung, wann noch Videos kommen. Ich weiß es ja nicht. Ja. Aber lebt tut wohl. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Ja, und lebt wohl. Und lebt Daumen hoch. Ja, lebt wohl, meine Freunde. Ciao.